Ja, Mahlzeit, meine Freunde, hier ist der Pink Panther und heute gibt es einiges zu berichten. Zum Beispiel habe ich von YouTube ein Paket bekommen und ich hoffe, dass da mein 100.000 Play-Button drin ist. Und heute gibt es einen Livestream und ich möchte euch eine Frage stellen. Und da fangen wir gleich mit an mit dieser Frage. Ich habe nämlich die Idee, dass wir uns um einen, ja, sagen wir mal, aufstrebenden YouTuber kümmern. In dem Sinne, dass wir ihn supporten, dass er die Möglichkeit hat, bei uns auf den Kanal ein Gast-Commentary hochzuladen und wir seinen Kanal vorstellen, generell ihnen halt auch noch unterstützen in der Hinsicht von Videobearbeitung, Thumbnails, also einfach unser Wissen mit ihm teilen. Unter anderem hat er dann auch die Möglichkeit, in das Netzwerk TGN zu kommen. Ich bin ja Manager von dem Netzwerk. Das heißt, er hat dann auch gleich die Möglichkeit, in ein deutsches YouTube-Netzwerk reinzukommen und da halt auch Support zu bekommen. Unter anderem werde ich ihm dann auch noch einen Werbepartner besorgen. Das heißt, er wird dann gleich von Anfang an mit einem Werbepartner starten. Ich denke mal, das ist eine coole Sache. Oder aber wir bauen ein Team auf. Das heißt, in COD oder Battlefield, da kann man sich dann halt bewerben. Wir werden dieses Team dann halt auch supporten. Ich werde das Team dann auch trainieren. Wir haben ja auch schon ein E-Sport-Team. Ja, und die werden natürlich dann auch einen Sponsor bekommen, etc. Die werden von uns dann mit einem Server versorgt und so weiter. Dann werden wir das Ganze dann halt auch auf unserem YouTube-Kanal so ein bisschen dokumentieren, wenn ich ein Training mit denen mache und so weiter. Und meine Frage an euch ist, was findet ihr interessanter? Was wollt ihr eher sehen? Dass wir so ein E-Sport-Team aufbauen? Das heißt, wir nehmen Spieler dann natürlich auch aus der Community. Oder aber, dass wir einen YouTuber unterstützen, der ja, noch nicht ganz so viele Abonnenten hat. Schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr interessanter findet. So, und jetzt kommen wir zu Punkt YouTube. Genau, denn die haben mir ein Paket zugeschickt. Das Ganze sieht so aus und das möchte ich mit euch zusammen mal auspacken. Von daher, Deckel ab. Das erste, was ich hier finde, ist... Da steht einfach von wegen hier, du hast 100.000 etc. Ja, schönes Teil. Ah, okay, der Play-Button ist es nicht, sondern ich hatte die Möglichkeit, mir ein Geschenk auszusuchen und ich hatte mich dann für die Fototasche entschieden. Das ist so eine Tasche, die man so halb hier über die Schulter trägt. Und wie ihr sehen könnt, hier vorne YouTube aufgestickt und hier sind immer so kleine YouTube-Bilder oder Thumbnails, wenn man es so mal nennen möchte. Cool, dann hier, das sind auch nochmal diese Play-Button als Reißverschluss. Das Ganze mal von hinten hier mit dem ganzen Gekrissel. Und das sieht richtig schön verarbeitet aus. Und das ist tatsächlich eine Fototasche. Das heißt, man kann da ein Fotoapparat wahrscheinlich reinmachen. Hier, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Also hier kann man ein Fotoapparat reinmachen. Hier sieht das, damit der noch befestigt ist, vernünftig, dass er nicht hin und her eiert. Coole Sache. Gefällt mir. Locke vom Hockey. So, und dann gibt es gleich einen Livestream um 16 Uhr. Heute ist Sonntag, falls die Leute... heute ist Samstag, falls die Leute jetzt nachträglich das Video sehen. Also heute Samstag um 16 Uhr beginnt der Livestream. Ich werde mit dem Jim Panzer zusammen Kistenkrieg spielen. Wir werden aber auch Battlefield spielen. Ja, und das wird wieder eine interessante Geschichte. Denn ich werde heute, ich habe nämlich noch so ein paar nette Sachen für euch. Unter anderem werde ich heute in dem Livestream ein Headset verlosen. 250 Euro kostet das Ding. Unter anderem wird es das halt geben. Mal gucken, was ich noch so Schönes habe. Wenn ihr also Bock habt, im Livestream, das ist jetzt das Thumbnail, im Livestream das zu gewinnen, dann seid um 16 Uhr auf Hitbox / Wartime Dignity und schaut uns zu.
Ich werde mit dem Jim Pansonen zusammen so einen Dual-Livestream-Link auch erstellen. Den packe ich euch, denn wenn ich schaffe, irgendwie jetzt den schon zu erstellen, unten in die Videobeschreibung. Generell möchte ich auch mal sagen, dass immer ganz viele Leute von euch uns Fragen stellen, die sich eigentlich ergeben, wenn man mal unten auf mehr Anzeigen klickt. Da ist nämlich alles verlinkt, Facebook, Twitter, unsere Steam-Gruppe, wo man zum Beispiel, wenn man mit dem Teamspeak irgendwelche Probleme hat oder so, in unserer Steam-Gruppe gibt es da einen Support. Ja, da wird täglich nachgeguckt, wenn ihr Fragen stellt und so weiter. Und da werden eure Fragen dann auch direkt beantwortet. Oder aber Facebook und so weiter. Generell Facebook, da laden wir momentan, sagen wir mal, so 2-3 Videos jede Woche hoch. Das sind so Short-Clips, die ganz interessant sind. Jetzt zuletzt hatte ich mal so eine Geschichte, wo ich an einem Tag mit einer Kugel jedes Mal 2 Leute weggeholt habe. Und das habe ich ganze 3 Mal gehabt. Also für mich ist das schon was Besonderes. Deswegen habe ich das Ganze auch hochgeladen. Ich weiß, da schreiben dann immer viele Leute drunter, das kann ja jeder, das passiert mir 20 Mal am Tag und so weiter. Nee, ist klar. Und von daher, wenn ihr Bock habt, schaut, wie gesagt, Facebook vorbei. Einfach mal ein Like da lassen, dann kriegt ihr mit, wenn wir irgendwas da schreiben oder posten. Und könnt ihr euch das dann halt dementsprechend anschauen. Im Übrigen werde ich in Facebook jetzt auch wieder so ein Headset verlosen für die Leute, die unsere Videos dort teilen. Das hatte ich schon mal angekündigt irgendwie, aber da ist das total ausgestorben und deswegen habe ich das auch nicht weiterverfolgt. Von daher erwarte ich halt schon, dass dann 2-3 Wochen irgendwie mindestens 50 Leute unsere Videos teilen, weil ich meine, so ein Ding ist halt auch nicht billig und ich muss die bezahlen. Von daher, wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, alle Leute, die da, wie gesagt, die Videos teilen, die sind in dieser Verlosung drin. Ihr müsst es aber auch in Facebook so schalten, dass ich sehen kann, dass ihr das geteilt habt. Ja? Wie das funktioniert, einfach mal Google fragen, denn Google weiß meistens eine Antwort. Von daher, sehen wir uns gleich um 16 Uhr. Kistenkrieg Black Ops 2 gegen den Chimpanse und der hat sich, glaube ich, schon ein recht starkes Team ausgewählt. Kommt einfach ins Teamspeak. Das wird in dem Livestream dann auch gesagt, welches Teamspeak das ist. Und unterstützt mich als Spieler. Von daher, bis später!